Leute, ich bin Conny und es geht weiter mit Watch Dogs Legion. Oh, da macht gerade wieder jemand was. Warum gehst du denn auf ein Opfer los? Was ist denn falsch mit dir, Bro? Jetzt kriegst du aufs Maul. Oh, sorry, das war gemein. Ah, das tut mir leid, ich wollte dich nicht an... Oh, Mensch, ich wollte sie doch beschützen. So, ich gehe mal in Deckung. Und währenddessen rede ich darüber, was wir in dieser Folge machen werden. Beim letzten Mal hieß es, wir sollen in Sky Larsons Haus einbrechen und schauen, was da so abgeht. Das werden wir heute auch noch machen, aber als allererstes werde ich diesen Bezirk hier übernehmen, die City of London, weil ich den Imker freischalten möchte. Beim letzten Mal haben die Passanten gut über den Imker gesprochen und jetzt will ich halt auch mal gucken, was der so kann. Der scheint ja in der Lage zu sein, mit seinen Bienen, wahrscheinlich sind das so Schwarmdrohnen, große Drohnen auszuschalten. Und darauf hätte ich schon Bock. So, ich gebe mir jetzt einfach mal einen Wegpunkt hier hin. Der ist dort, das heißt, wir müssen es irgendwie da hochschaffen. Ich muss irgendwie meine Steuerung kontrollieren, dass ich nicht immer wieder random Leute schlage. Oh, das tut mir so leid, dass ich die geboxt habe. Ich wollte sie beschützen vor dem anderen und dann schlage ich sie. Ah, warum? Nur weil ich keine Kontrolle habe. Dude. Was bist du denn für ein Cyber-Dude? Du denkst gerade zwar ein bisschen schlecht von DedSec, aber wow. Wie siehst du denn aus? Dich will ich haben. Du bist mein Rekrut, Bro. Den speichere ich mir, den werden wir vielleicht auch noch rekrutieren, weil ich möchte einfach mal einen Typen steuern mit so einem coolen Helm. Und ich sehe gerade, ich war hier eigentlich schon richtig, ich bin einfach zu weit gelaufen. Gehen wir hier hoch und hier ist unser Kontakt. Es handelt sich um Christopher Sunday, er ist ein Wirtschaftsanalytiker und wir fragen einfach mal, was er so zu sagen hat. Hab gehört, du suchst nach DedSec, ja? Ganz recht. Ich bin erfreut, wie ihr Albion im gesamten Bezirk in den Arsch getreten habt. Und ich habe ein paar Informationen, die von großem Nutzen sein könnten. Folgendes. Albion hat diese Klinik, die sie Realignment Center nennen. Da laufen ziemlich seltsame Experimente. Was soll das heißen? Die machen an den Gehirnen von Leuten rum. Ein Kumpel von mir hat sich ständig mit Albion angelegt. Der kam als anderer Mensch wieder raus. Eine Woche später war er tot. Hat sich umgebracht. Meine Güte, das tut mir leid. Scheiße, das klingt eher nach Gehirnwäsche als nach Rückenmassagen, oder? Sie nennen es Erneuerungstherapie. Wird vom Walkie-Talkie ausgesteuert. Wenn du rauskriegst, was da wirklich läuft, würde das die Leute wirklich gegen Albion aufbringen. Das klingt noch ärger. Wir schauen uns das an. Ja, da bin ich gespannt. Mit dem Walkie-Talkie waren wir doch vorhin schon und auch mit Thelma Green. Wird zum Opfer. Gib auf, oder ich zwing dich dazu. Tut mir leid, Bro. Ende. Oh, den machen wir auch fertig. Dann machen wir dich noch fertig. Komm. Thelma ist nicht umsonst unsere Bärnackel-Champion hier. Wir brauchen womöglich mehr Officer. Schockierend. Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen über Albions Realignment Center. Was du nicht sagst. Doch die Baupläne zeigen, dass man über das Penthouse in die Klinik kommt. Ab nach oben. Ja, ich muss mich noch kurz um diese Leute hier kümmern. Alter, du sahst eben aus wie ein Passant, weil du gar nicht in Kampfhaltung warst. Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Bitte sucht nicht nach mir. Bitte geht einfach weg. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit ganz Albion anzulegen in einem... Oh Gott. Okay, ich schaff das. Die kommen nicht rechtzeitig her. Die geben auf. Die geben vorher auf. Die geben vorher auf. Sie haben aufgegeben. Solche Opfer. Ich lenke ihn ab und gehe jetzt einfach hier rein. Alright. Und dann gehen wir einfach nochmal hoch in den Walkie-Talkie-Club. Da war es doch ganz schön beim letzten Mal. Sorry, dass ich immer diesen Drang habe, diesen Leuten zu helfen auf der Straße. Einfach in ihre illegale Gehirnwäscheklinik reinspazieren, hacke eine CTOS-Box und wirf einen Blick rein. CTOS-Box, das habe ich doch schon beim letzten Mal gemacht. Ich weiß, wie das geht. Die Drohne, mit der ich da hinkomme, ist da oben. Was für ein Zufall, dass wir jetzt einfach schon wieder hier sind. Dann gehe ich einmal in die Drohne rein und kletter durch die Schächte durch und ihr könnt euch das ja ersparen. Bis gleich. Und dann wären wir auch schon da. Und jetzt können wir auch an den Hub ran, bei dem ich beim letzten Mal mir dachte, da müssen wir später nochmal hin. Ha! Okay. Na dann, los geht's. Ja, am besten ist es wohl, wir besorgen uns Sicherheitsaufnahmen. Um zu beweisen, dass Albion die Leute hier drin einer Gehirnwäsche unterzieht. Diese Wichser unterziehen die Leute einer Aversionstherapie, um ihre Gehirne neu auszurichten. Ich kann schon verrückt werden, wenn jemand an deiner Birne rumfuscht.
So war es bei meinem Kumpel. Finden wir die Informationen, die wir brauchen, um diese Klinik ein für alle Mal zu schließen. Stell dir vor, du bist so der Technik oder du bist so der Designer, der dieses Video entwickelt hat, um die Leute zu Gehirn zu waschen. Keine Albträume mehr, keine Schmerzen. Der perfekte Plan für die Ordnung. Alles klar, Albion. Hui. Falls du dich gefragt hast, nein, das sind keine Freiwilligen. Anscheinend wurde das Programm einigen vielversprechenden Kandidaten verabreicht. Nicht gerade überraschend, dass alle sich gegen Albion geäußert haben. Na, so ein Zufall. Mhm. Aber schön Blut auf dem Boden. Da gibt's... Hör dir das an. Ui. Patienten verlieren ihren Appetit und bekommen heftige Halluzinationen. Aber die Verhaltensänderung war erfolgreich. Nach erneuter Anwendung. Also das ist eine fortlaufende Behandlung. Wer ist dabei? Nice. Digga, was machen die mit den Leuten? Okay. Albion hat mit Verhaltensänderungen durch Elektroschocks, Hypnose und Drogen experimentiert. Klingt nicht nach einem Vollsuff mit Filmriss. Such weiter. Das ist das Material. Bereit okay. zu gehen? Hey, setzen wir erstmal dem Gehirnwäscheprogramm ein Ende, ja? Wir können nicht einfach nichts tun. Gut, wenn du mich an ihrer Firewall vorbeibringst, können wir der Erneuerungstherapie in diesem Stadtteil von London ein Ende setzen. Kein Problem, das mache ich doch gerne. Wie sollen wir bloß das Sicherheitsnetzwerk so weit draußen umgehen? Wenn du nur fliegen könntest, wie ein Vogel. Oh, oder wie eine Drohne. Ja, wer hätte gedacht. Eine Drohne, Holzkopf. Okay. Ja, habe ich doch schon gemacht. Meine Güte, die haben sich echt ins Zeug gelegt, was? Umgehe bloß noch die Firewall und wir ziehen diese Klinik aus dem Verkehr. Was ist für eine Firewall? Wo kommt das Signal her? Jetzt muss ich wieder ewig nach dem Blau suchen. Da unten ist das Blau, gut. Ich muss an den offensichtlicheren Stellen immer schauen. So, jetzt kann ich hier wieder zurück und das Signal nach oben weiterleiten, weil wir da unten gar nicht mehr brauchen. So, dann sperren wir das. Machen dann diesen hier. Da geht's hoch. Ah, jetzt müssen wir von oben noch was reinlaufen lassen. Ach ja. Und das sollte es dann gewesen sein. Tada! Erledigt. Du solltest verschwinden, bevor jemand was bemerkt. Ah ja, ich verschwinde. Ich finde, es ist schon ein bisschen auffällig, dass ich Thelma Green jetzt zweimal hier ins Walkie-Talkie reingeschickt habe und sie beide Male nicht mal was bestellt hat. Kann ich was bestellen? Komm. Bier ist immer drin. Ah, ja, perfekt. So, jetzt ist es nicht mehr unauffällig. Komm ja mal her für ein Bierchen. Dann gehen wir wieder runter. Yay, Feuerwerk! Weil wir es aufgedeckt haben. Yeah, ich habe eine kleine Herausforderung abgeschlossen. Warum ist das so riesig? Und es gibt noch 3 Technikpunkte, die ich noch nicht habe. Schön. Wunderbar. Jetzt müssen Sie diese Klinik dicht machen. Niemandem wird mehr widerfahren, was mein Kumpel erleiden musste. Wir stehen auf eurer Seite, Detzek. Albion kriegt hier kein Bein mehr auf den Boden. Zum Teufel, wir stehen schwer in eurer Schuld. Verflucht. Detzek ist eben einfach zu gut. Ja. Es wird mich freuen, allen davon zu erzählen. Vielen Dank nochmal. Und einfach so ist dieses Stadtviertel von Albion befreit. Naja, vielleicht nicht ganz, aber zumindest hast du allen hier gezeigt, wie man den Abschaum los wird. Gut gemacht. Albion-Banner hängen immer noch überall. Und dann schauen wir uns mal den neuen Rekruten an. Der Imker. Halte auch schon nach Saves und Skimmen, okay. Es lohnt sich für Detzek aufs Maul zu bekommen. Und wir brauchen mehr Leute, die dazu bereit sind. Ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Jagen wir ein paar Bösewichte. Sehr schön. Oh mein Gott, ich habe den Imker auf meiner Seite. Okay, niemand hat gesagt, dass es Killerdrohnen gibt. Na doch, es gibt Killerdrohnen, die fliegen hier überall rum. Einmal kurz in die Ausstattung gehen. Imker, du kriegst nämlich von mir auch das Ding hier. Neue Agentin, Camilla Taylor, Imkerin. Als ob Imker in der Zukunft so krass aussehen. Gut, Bienenschwarm schädigt Gegner. Überlader ist eine einzigartige Waffe, was kann die denn? Lässt einen Bienenschwarm explodieren, nicht tödlich, sehr gut. Anti-Schock-Anzug, Schockimmunität, gut. Und kürzere Verhaftungszeit, weil, darum. 55 Jahre alt, Imkerin, verdient, ganz gut, okay. Ah, sie hat einen Anwalt als Bekannten, deswegen. Alles klar. Und dann schauen wir uns einfach mal noch diesen potenziellen
potenziellen Rekruten hier an. Sozialarbeiter wurde von Agentin Thelma Green gerettet. Achso, weil du gesehen hast, wie ich den einen Typen gerettet habe. Du bist ein Ersthelfer. Dann gucken wir einmal ins Tiefenprofil und sehe, hat Albion Kriegsverbrecher identifiziert. Und da werden wir doch mal ein bisschen was machen. Auf die Karte und Hinder. Oh, was ist denn hier los? Ah ja, Sky Larsons Haus. Das müssen wir dann auch noch machen. Aber jetzt werden wir noch den Typen hier rekrutieren. Läuft einfach mal eine Schnellreise hier hin. Und dann rekrutieren wir noch den Typen. Und jetzt wieder in die Höllenkarre, die sich so schlecht steuern lässt. Das sind ja nur 300 Meter, die ich fahren muss. Warten wir ab, ob das Schwein mit den Kriegsverbrechen auftauchen wird. Alright. Ein Kriegsverbrecherschwein von Albion soll zur Rechenschaft gezogen werden. Von der Optik sollten wir alle nötigen Beweise herunterladen können. Ja, dann laden wir einfach mal die Beweise herunter. Ein bisschen näher ranfahren. Okay, jetzt hat sie Angst, weil ich mit dem Auto auf dem Bürgersteig gefahren bin. Ich liebe KIs in Videospielen. Ich habe einen kompletten Dienstbericht von der Optik der Wache. Da geht es auch um eine besonders gemeine Gräueltat. Ich schicke das unserem Klienten. Er soll entscheiden, was er damit macht. Unser potenzieller Rekrut kontaktiert uns. Ich stelle ihn durch. Ich stehe in deiner Schuld. Die beste Möglichkeit, dich zu revanchieren, ist einzusteigen. Detzer könnte dich gebrauchen. Hey? Schön, in Ordnung. Ja! Und jetzt haben wir auch noch den Typen mit dem coolen Helm. Und dann wechseln wir auch noch einmal zu ihm. Detzek sieht in dir großes Potenzial. Ich glaube, du wirst uns nicht enttäuschen. Oh ja. Ich warte schon ewig darauf, jemandem ordentlich einzuheizen. Super. Wie ihr einfach beide so ein komisches GUI im Gesicht habt. Ist es eigentlich das gleiche? Warte, zeig mal deinen GUI. Nee, wir haben unterschiedliche Sachen. Du hast irgendwie Bienen vorm Gesicht und ich habe einen Menschen vorm Gesicht. Das sieht einfach so abgespaced aus. Aber gut, jetzt haben wir doch unseren Sanitäter. Perfekt. Gucken wir einmal, was du so drauf hast. Auf jeden Fall das Ding hier. Und sonst so, aktive Diagnose begrenzt Schaden. Hydraulisches Rettungswerkzeug kann ich mit angreifen und nimmt weniger Schaden. Ist auch perfekt. Wenn ich dann jetzt einfach noch diese ganzen Upgrades hier kaufe, weil inzwischen kann ich mir die ganzen Upgrades auch alle leisten. Ne? Hier machen wir einfach mal. Antiterror-Drohnen. Bam. Kann ich jetzt alle gegen die Gegner aufhetzen. Warum sollte ich ein Geschütz deaktivieren wollen? Aus der Nähe, wenn ich das Geschütz jetzt einfach schon hacken kann. Also komplett deaktivieren. Und dafür muss ich einfach weitere Bezirke freischalten. Alles klar, okay, easy. Gut, wir werden jetzt aber erstmal in der Story weitermachen, 404. Wir schauen in Sky Larsons Haus vorbei. Und wer wäre denn da unauffälliger als unsere lebende Statue Chiquok? Der fällt doch bestimmt nicht auf, das hoffe ich zumindest. Aber weil der nächste Teil richtig lange dauern wird, beende ich hiermit erstmal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, abonniert auch meinen Kanal. Ich kann euch versprechen, der nächste Part wird heftig. Aber sonst würde das Video viel zu lang werden. Deswegen machen wir hier erstmal einen Schlussstrich. Bis dann und ciao!